Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte mir mal, diese Woche mache ich was Besonderes und lade jeden Tag ein Video für euch hoch, was sich um das Thema Paletten dreht. Ihr habt schon gesehen, heute geht es um die Midnight Affair Palette aus dieser Petite Size Serie. Es gibt ja mehrere kleine Paletten. Ich verlinke euch natürlich das letzte Review Video zu einer von diesen Paletten. Ansonsten, dieses Video ist ein bisschen anders. Ich werde diese Woche auch die Videos ein bisschen anders schneiden bzw. drehen. Deswegen hoffe ich, dass euch das gefällt, diese andere Art und Weise. Wir legen einfach los. Ja, wir sind schon am Ende des Videos angekommen und natürlich sage ich euch auch meine Meinung zu dieser Palette und wie ich sie jetzt fand. Also ich muss ganz ehrlich sagen, meine Moroccan Sunset Palette, die zurzeit noch meine liebste ist, hat sie nicht ersetzt. Allerdings muss ich sagen, dass ich allein diese Art von Paletten mag, also diese Größen. Ich feiere das, dass sie das fortführen mit diesen Petite Size Paletten. Die Qualität ist genauso wie von der Afternoon Rendezvous Palette, die ich euch am Anfang des Videos verlinkt habe. Könnt ihr euch gerne angucken. Allerdings sind die Schimmertöne hier in dieser Palette so wie in der Moroccan Sunset Palette. Also diese Glitzertöne, die sind genau von der gleichen Qualität. Einige Töne hatten so einen leichten Schimmer drüber. Allerdings haben sie sich als matt entpuppt. Und zwar ist die eine Möglichkeit, dass sich einfach das Glitzer irgendwie verteilt hat von den Schimmertönen. Was natürlich passieren kann. Oder dass sie einfach so beschichtet sind. Auf jeden Fall habt ihr hier genug matte Farben, um Braunbogen matt zu highlighten. Um den Glitzern zu highlighten. Viele Schimmertöne. Dunkle Töne habt ihr auch genug. Also ihr kriegt auf jeden Fall Cool-Toned-Looks raus aus dieser Palette, also halt nur kühle Looks. Ich werde auf jeden Fall öfter zu dieser Palette greifen und kann euch auf jeden Fall empfehlen. Und zwar sind es Aktionspaletten. Das heißt, die sind immer wieder kostenlos erhältlich, sobald ihr bei BH Cosmetics einen bestimmten Einkaufswert erreicht. Das ist auf der amerikanischen Seite so wie auf der deutschen Seite so. Ich kann euch übrigens einen Tipp geben. Auf der amerikanischen Seite kann man beim Warenkorb, ihr könnt kurz vor Kaufabschluss dort Codes und Rabattcodes eingeben und es gibt tatsächlich im Internet sehr viele kostenloser Versandton und 10-25% Rabattcodes, die ich tatsächlich immer wieder anwende, weswegen ich öfter aus Amerika bestelle, weil da die Dinge manchmal billiger sind, wie zum Beispiel, dass die Paletten
anstatt 13,11 € oder 10 kosten. Ihr versteht, was ich meine. Ja, ich glaube, das war genug zu dieser Palette und ich würde einfach sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben und kommentieren, wie euch diese Art und Weise von Film, Schnitt, Belichtung gefällt. Ist ja mal was anderes auf meinem Kanal. Ansonsten könnt ihr schreiben, wie euer Tag war oder was ihr gerade gegessen habt. Ich antworte eigentlich immer auf alles. Ihr habt auch natürlich jetzt Zeit, meinen Kanal zu abonnieren. Ansonsten sehen wir uns morgen zu einem neuen Video. Ciao.